Herr Universitätsprofessor Eichinger, wir sind heute auf der Technischen Universität Graz. Welches Programm wird uns hier erwarten? Fürs erste Mal herzlichen Dank für den Besuch. Wir werden den Kindern ein bisschen erklären, vom Holz zum Papier, wie es dazu kommt, wo die Rohstoffe herkommen und so weiter. Und dann werden wir selber ein bisschen Papier machen und dann haben wir im Labor so eine kleine Versuchspapiermaschine, wo das so ähnlich ausschaut wie eine ganz, ganz große, nur viel langsamer und viel schmäler. Und auf die Art können wir auch ein bisschen Papier machen. Da haben wir Studenten eingeladen, die machen für euch dann Papier. Und das wird an und für sich ganz lustig werden. Herr Universitätsprofessor Bauer, wir sind heute das erste Mal, glaube ich, mit Kindergartenkindern hier auf der Technischen Universität Graz im Institut für Papier und Zellstofftechnik. Was halten Sie von dieser Aktion? Na, ich finde das sehr gut, dass die Kinder möglichst frühzeitig schon an die Universitäten kommen, um hier wirklich die Technik kennenzulernen. Und auch das Projekt, das Sie haben, also wirklich, wo eben kleinere Kinder mit größeren Kindern zusammenkommen, also so ein mehr oder weniger Patenkonzept, das finde ich einfach super und wir freuen uns, dass wir da mitmachen dürfen. Das ist die sogenannte Viskose und die ziehen wir teilweise an. Das ist sowas Ähnliches wie Baumwolle und das sind solche Viskosefasern, die werden auch aus Holz hergestellt. Da schau, da ist diese Faser mit dem Wasser gemischt. Kannst du ruhig angreifen, wenn du magst. Ist einfach nass, gell? Da ist dann ein Schlauch drinnen, dieser Schlauch geht dann rüber zur Papiermaschine und das kommt dann hier auf die Maschine hinauf, gell? Da kommt noch Wasser dazu, da sind noch weniger Fasern drinnen und das, was da oben seht, hier auf der Papiermaschine, das ist im Prinzip dann ein Sieb von dem her, ein rundes Sieb, wo halt dann die Fasern da abgesiebt werden. Da kommt das ganze Wasser rauf. Und da wird dann das Wasser wird dann da praktisch weggezogen oder geht nach unten. Und dann wird das Ganze zu langsam zum Papier. Wie ein Teesieb oder irgendwas. Oder beim Sand habt ihr auch die Siebe zum Sandspielen und so weiter. Und das Gleiche ist hier. Das ist nur ein langes Sieb und das macht halt immer so. Das fährt so im Kreis. Und da kommt dieser Faserbrei hinauf. Und da wird das Wasser einfach weggenommen. Am Ende davon, seht schon, da haben wir dann hier schon, das ist schon das erste Papier, aber das ist noch ganz nass. Und das ist noch ganz nass, das sieht man einfach richtig, wenn du so drückst, siehst. Jetzt habe ich das im Wesentlichen ausgepresst, da habe ich drauf gedrückt. Das ist genau wie der Wäsche, wenn ich das so fest zusammendrücke, dann geht aus deiner Wäsche auch das Wasser raus. Das habe ich hier gemacht. Und das Gleiche macht dann hier die Maschine auch. Da hinten haben wir praktisch zwei Walzen, die drücken aufeinander. Da tun wir das Papier einfach so das Wasser rauspressen von der Seite her. Das passiert dann hier. Das ist die sogenannte Presse. Da wird einfach das Papier zusammengedrückt und das Wasser wird genau, wie ich es euch vorher gezeigt habe, einfach rausgedrückt. Und dann geht es wieder weiter, das Papier. Und jetzt seht ihr, nach dieser Presse ist das Papier schon viel trockener. Also normal ist die Fasern ist ganz weiß, das Papier. Aber die haben teilweise Tüte und Tinte hinein oder Zimt hinein. Also die Leute, die auf der Maschine sind, das sind unsere Studenten, die dann hier praktisch das Papier machen, lernen. Und zum Teil machen die einfach Papier für Briefe und für Briefpapier und da tut man also Gewürze hinein, man kann Rosenblätter hinein tun, Blumen, alles Mögliche, was man will. Also das Holz da drinnen dann, aber normal ist das natürlich nicht drinnen. Das kommt dann hier praktisch im Prinzip, und das sind die heißen Zylinder, da muss man aufpassen, da setzt da drinnen ein Feuer. Jetzt das? Da brennt es da drinnen, also deswegen darf man da ja nicht hingreifen. Aber das ist dann ganz warm da hier, diese Walzen sind ganz heiß und da wird das Papier dann fertig getrocknet. Da wird das restliche Wasser, was da noch drinnen ist in dem Papier, das wird dann einfach dann wegverdampft. Das geht dann einfach raus dann. Und da haben wir dann hier hinten, das kann man wieder angreifen, da haben wir dann das trockene Papier. Da ist das fertige Papier jetzt dann, siehst du? Wir haben gesagt, das ist nur so braun, weil da ein bisschen Zimt dazu getan, weil es lustig ausschaut und besser riecht. Riecht wie irgendwie Weihnachtskekse, gell? Aber es riecht gut. Du nimmst jetzt das, dann tauchst du, also du drehst es jetzt so, dann tauchst du ein, bis du fast unten bist, dann drehst du es unten wieder um und dann hebst du es vorsichtig raus. Bis du quasi an der Wasserlinie bist, da spürst du dann, wie da ein Druck entsteht, ein ganz leichter halt und so. Und da musst du dann warten, bis das Blatt gebildet ist eigentlich, also bis das Wasser verschwunden ist aus dem Blatt.
genau. Da siehst du, dass du ein bisschen schief warst, weil da hast du weniger Fasern als da. Also da ist es weißer und da ist es ein bisschen dunkler, wenn du drauf schaust. Halt so. Das ist, weil da weniger Fasern sind. Ja. Das ist, weil du ein bisschen schief rausgehoben hast. Halt so, ja. Setzt ihn da auf und dann rollst du ihn einfach ab drüber. Ich habe 90% Wasser gehabt halt so, und 10% Fasern. Und das muss man jetzt noch pressen, halt so, dass mehr Wasser weggeht, sonst kann man es nicht da trocknen. Sondern es muss dann ganz fest pressen, damit das Wasser rausrennt, weißt? Wenn wir schauen, wie stark du bist. Hier sieht man, das vorige war ein sehr schönes Blatt geworden. Wir haben normales Papier, dann eingerolltes Papier, dann gefaltenes Papier und so ein Quader. Und wir wollen uns testen mit den drei Becher, was am stärksten ist. Und jetzt sieht man, dass das einen Becher tragt. Also wir haben jetzt geschaut, welches Papier am meisten Wasser aufsaugt. Und da haben wir fünf verschiedene Papiersorten. Und das Papier, das ist so Crepe-Papier und das saugt am meisten Wasser auf. Ich wünsche euch dann auch wieder alles Gute, viel Spaß im Kindergarten, viel Spaß in der Schule. Wenn ihr Fragen habt zu Papier, dann könnt ihr gerne dann uns fragen. Und wie die Bitte noch einmal, also bitte, Papier ist doch was Wertvolles. Es wird gemacht eben aus dem Holz. Und deswegen geht es bitte trotzdem sorgsam mit dem Papier um. Also nicht die Mistkübel schmeißen, sondern wirklich dann das Sammeln zu Hause dann auch dann. Sagt es euren Eltern, wenn sie es nicht tun. Auch nicht verbrennen und verheizen, sondern einfach dann wieder zurückgeben zum Altpapier. Und dann können wir wieder neues Papier draus machen. Alles Gute weiterhin und vielen Dank fürs Kommen.